Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge neue Mobile Games. Jo, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Läut die Glock! Ja, es sind heute nicht ganz so viele, aber dafür sind ein paar Perlen dazwischen. Wir fangen wieder an mit The Spellbinding Kiss. Wieder so ein. Ja, Anime, Romantik-Ding da. Nimm seine Hand, schick ihn weg, wieder mal. Das letzte Mal war es wieder für die Jungs gewesen. Diesmal ist es für die Mädels. Oder für Jungs, die sich für Mädels halten. Wie auch immer. Ja. Spellbinding Kiss, Romance, Otome Game. Wenn ihr Bock auf einen Anime-Freund habt, dann ladet euch das Spiel jetzt hier runter. So, dann haben wir Granny Chapter 2. Das hier ist ein Granny-Horrorspiel. Jo, da würde ich mal sagen, ja. Wird momentan von einigen YouTubern angezockt. Und ich könnte mir vorstellen, das auch mal mit dem Herrn sofort ausprobieren. Granny Chapter 2. So, dann haben wir hier Lords and Dragons Dungeon Raid. Das Ding hier scheint wirklich ganz, ganz interessant zu sein. Wir fangen jetzt einfach mal an hier vorne mit dem ersten Screenshot. Gucken wir uns das mal an. Lords and Dragons. Compete in World Scale Warfares. Also hier sieht man, da kommen irgendwie Pferde. Da ist so ein Lebensbaum. Der Weltenbaum. Manage Epic Armies. Jetzt sind Formationen. Sieht schon cool aus, irgendwie das Teil. Hier ein Panda. Hey Kollege, hier, ich mach mit, ich mach mit. Ja, sieht irgendwie mega interessant aus, oder? Also könnt ihr hier Armeen aufeinander loslassen. Exklusiv Gods with various Buffs. Ich schätze mal, Explore Endless Dungeons. Ich schätze mal, das werde ich ausprobieren müssen. Lords and Dragons. Dungeon Raid. Für iOS und für Android. Unten verlinkt. Übrigens Granny auch für iOS und Android. Beides. NBA 2K20 ist jetzt auch rausgekommen. Mega geile Grafik. Ist jetzt mal ein Spiel. Dass die meisten Spiele, die ich euch präsentiere, sind ja kostenlos. Hier, das kostet 6,99 €, aber ist auch klar, da sind natürlich auch Lizenzen, die da irgendwo mit eine Rolle spielen. Hier, wie geil, da Michael Jordan noch damals mit der legendären 23 bei den Bulls. Das war noch Zeiten. Dirk Nowitzki dort. Hammer, 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 geil. Geil, 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 geil. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, geht's hier weiter. Viele verschiedene Spielmodi. Quick Game, Blacktop, 1v1, Blacktop, 3v3. Neuer 2K Beats Soundtrack. Optimierte Gameplay-Steuerung. Alter, wenn ich das sehe, da habe ich echt schon Run the Streets-Modus. Dann hätte ich echt schon Bock drauf, das Ding einfach anzuzocken. Mega cool. NBA 2K20 jetzt auch am Start. Dann haben wir hier ein Spiel. Rana Siamanienta. Das ist irgendwie so ein Fantasy-Spiel. Ich kann das jetzt hier auch gar nicht. Muss man mal laut machen. Ja, da geht es irgendwie darum, mit der, glaube ich, habe schon irgendwas gelesen, dass man mit der irgend so eine Göttin oder sowas freispielen muss. So ein kleines Fantasy-Abenteuerspiel. Ja. Wem es gefällt, könnt ihr ja gerne mal ausprobieren, aber ist auch ein Spiel, kostet hier 4,99 €.
So, dann habe ich hier etwas mega Geiles noch gefunden. Das ist allerdings kostenlos. Saint Seiya Awakening. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Das sieht. Hammer. Mega geil, Alter, mega fett. Also eins muss man ja wirklich sagen. Also sorry an unsere Spieleentwickler hier in Deutschland, aber die Asiaten haben es echt voll drauf. Also das ist schon krank, wenn man sich anguckt, was die hier da für Dinge raushauen. 100% Restore Classic Ultimate Animation Experience Authorized. Und wenn ich mir das hier schon wieder ansehe, diese Grafik. Brutal ist das, brutal. So, dann haben wir hier. Das sieht einfach nur fett aus. Also, ich denke, auch das muss ich einfach mal ausprobieren. Ja, ich denke, das wird ein Hammer. Ein absolutes Hammererlebnis sein, dieses Spiel einfach mal auszutesten. Ja. Burn, Cosmo, Burn. Ja, Leute, wenn euch das ein oder andere Spiel heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Neue Games. Übrigens auch hier, das Spiel ist auch für iOS unten verlinkt, ne? Also Android und iOS. Neue Mobile Games bei uns auf dem Kanal sofort und gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.